Mit dem neuen S5 Cabrio vervollständigt Audi die aktuelle A5-Familie. Die Vorlage liefert das Coupé, an dessen eleganten Linien sich jetzt auch die offene Version orientiert. Der neue ist nun dank Leichtbaumaterialien um 40 Kilogramm leichter als sein Vorgänger. Gleichzeitig sorgen stabile Stahlbleche für eine sehr gute Steifigkeit. Der Kontakt zur Fahrbahn hier ist wirklich gut und da hat man eine neue elektromechanische Lenkung installiert und die sorgt jetzt dafür, dass man wirklich über das Lenkrad den Fahrbahnzustand spürt und das finde ich absolut top. Top ist außerdem der neue Motor, der den S5 antreibt. Ein 3 Liter V6 mit 260 kW sorgt für ordentlich Fahrspaß. In 5,1 Sekunden bringt er den Wagen von 0 auf 100 km/h. Mit einem Grundpreis von knapp 68.000 Euro in Deutschland kostet das Cabrio gut 5.000 Euro mehr als das Coupé. Man könnte sagen, für ein Cabrio so schnell zu fahren, das ist eigentlich unsinnig, stimmt eigentlich. Aber wenn man geschlossen fährt, dann ist das hier sehr, sehr leise. Man hat hier ein neues Akustikdach entwickelt. Also es ist eine Geräuschkulisse fast wie in einem Coupé. Umso spektakulärer ist dafür die Geräuschkulisse, wenn der sportliche Ingolstädter an einem vorbeibraust. Also das Fahrverhalten generell kann man als sehr neutral bezeichnen. Das Auto ist vielleicht ein bisschen untersteuernd, wenn man schnell an enge Kurven heranfährt und geht ans Gas. Dann schiebt das ein bisschen über die Vorderachse, aber das ist äußerst normal und völlig in Ordnung. Die adaptiven Dämpfer können sich je nach Fahrbahnzustand und Geschwindigkeit selbsttätig einstellen. Das Stoffdach öffnet sich automatisch in 15 Sekunden und zwar auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Für das Schließen braucht das Dach 18 Sekunden. Der S5 hat vieles serienmäßig, was beim A5 nur gegen Aufpreis zu haben ist. So bietet das S5 Cabrio ungefähr 30 Fahrerassistenzsysteme, darunter auch die Adaptive Cruise Control mit Stauassistent. Dieser nimmt dem Fahrer bis 65 km/h im zähflüssigen Verkehr sogar das Lenken ab. Die Abstandsregelung übernimmt das ACC. So kann ein Stau zur Erholung werden. Der Audi weiß auch von innen zu überzeugen. Alle Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Das 12,3 Zoll große TFT-Display ist scharf und kontrastreich. Die Sportsitze sind serienmäßig mit einer Alcantara-Lederkombination bezogen. Im Fond bietet der Audi genug Platz für weitere Beifahrer. Das Gepäck lässt sich im 380 Liter großen Kofferraum verstauen. Damit das Cabrio-Fahren auch ein reines Vergnügen wird, sollte man sich in jedem Fall ein Automatikgetriebe dazu bestellen. In diesem Fall hier beim S5 ist das eine 8-Gang-Tiptronic und die funktioniert perfekt. Mein Fazit, der neue Audi S5 ist schon ein schickes Cabrio, hat reichlich Leistung, sieht natürlich gut aus, kostet aber auch rund 67.000 Euro in der Basisversion. Wer ein bisschen Ausstattung dazu haben möchte, der wird auch mit 80.000 Euro rechnen müssen. Besonderes hat halt seinen Preis. Wer sich so ein wenig mit Fahrzeuginnenräumen auskennt, der wird jetzt zu Recht vermuten, dass ich in einem Mercedes sitze. Aber das ist so nicht ganz richtig, denn es handelt sich um einen Infiniti, genauer den QX30. Wie kann das denn sein? Nun, die Nissan-Tochter Infiniti hat eine Kooperation mit Mercedes-Benz und im Zuge dessen haben sie ihre eigene Interpretation des GLA auf die Beine gestellt. Von innen
Nun ja, der Unterschied ist marginal. Zum einen hier das Logo auf dem Lenkrad und zum anderen das Infotainment-System. Der Rest wurde von Mercedes übernommen. Bedienelemente am Lenkrad sowie die Schalter für Licht, Fenster, Spiegel, die elektrische Sitzverstellung und viele weitere sichtbare und unsichtbare Teile sind identisch. Von außen erinnert nur noch die grobe Grundform an den GLA. Tatsächlich ist die Front mit den spitz zulaufenden Hauptscheinwerfern, die auch noch relativ flach sind, deutlich unkonventioneller und auch etwas aggressiver als beim Stuttgarter Bruder. Wir testen den 2,2 Liter Diesel. Er leistet 125 kW und beschleunigt den QX30 in 8,5 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 215 km/h. Daneben gibt es nur einen weiteren Motor, einen 2 Liter Benziner mit 155 kW. Beide kommen serienmäßig mit Allradantrieb und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. In Sachen Antrieb und Fahrwerk wurde der GLA ja immer ein bisschen versucht, jugendlich zu sein, sprich sportlich straff abgestimmt. Da kommt der QX30 deutlich gediegener und entspannter daher, aber eben auch ein bisschen träger. Das etwas sanfter abgestimmte Fahrwerk erhöht den Reisekomfort auf langen Strecken. Ein weiterer kleiner Unterschied, der die meisten Automatikfahrer freuen dürfte, die auf einen QX30 umsteigen oder zumindest darüber nachdenken: Der Wahlhebel für die Automatik, der befindet sich wie bei fast allen anderen Herstellern auch hier in der Mittelkonsole. Außer eben bei Mercedes, denn da ist er hinterm Lenkrad ähnlich wie der Scheibenwischer angebracht. Der 2,2 Liter Diesel verrichtet seinen Dienst souverän. Er ist zwar nicht direkt laut, aber stets hörbar. Etwas mehr Dämmung hätte ihm gut getan. Das Design ist expressiv, die japanische Handschrift mit langen, scharf gezeichneten Linien unverkennbar. Die höhere der beiden Ausstattungslinien verfügt serienmäßig über LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht sowie automatisches Fernlicht. Ich habe eben mit meinen knapp 1,80 Meter noch vorne gesessen und ja, was soll ich sagen, hier hinten wird schon knapp. Also wenn da vorne oder hier hinten einer sitzt, der größer ist, da ist schon nicht mehr viel Platz übrig. Und auch hier der Kopfraum, das ist nicht besonders viel. Der Kofferraum des QX30 fasst 430 Liter. Positiv die kurze Liste an aufpreispflichtigen Optionen. Die beiden Ausstattungslinien Premium und Premium Tech tragen ihren Namen zurecht. So sind beispielsweise Start-Stopp-System, Spurverlassenswarner und Einparksensoren hinten bereits enthalten. Im Test gibt sich der QX30 deutlich durstiger als angegeben. Bei konstanten 120 km/h sind es knapp 6 Liter pro 100 km statt 4,9. Am Ende des Tages ist der QX30 für mich der mutigere GLA, allein schon was das Design angeht. In Sachen Preis, da tut sich nicht viel. So ein ähnlich ausgestatteter und motorisierter GLA kostet um die 1000 Euro mehr. Also ist der Hauptkaufgrund für den QX30 tatsächlich das Design und die erhöhte Langstrecken- und Reisetauglichkeit. Die Preise für den Infiniti QX30 beginnen bei etwas über 39.000 Euro in Deutschland. Land Rover erweitert die Range Rover-Familie mit dem neuen Velar. Er sortiert sich zwischen den Modellen Evoque und Sport ein. Das Midsize-SUV ist eine eigenständige Modellreihe. Nur die Basis der Aluminium-Leichtbaukonstruktion aus dem Hause Jaguar Land Rover war gegeben. Und technisch lehnt er sich an den Jaguar F-Pace an. Das neue siebensitzige Familien-SUV Peugeot 5008 kommt mit dem längsten Radstand seiner Klasse in Kürze auf den Markt. Mit der aufrechten Frontpartie und der hohen Gürtellinie wirkt der neue Peugeot bullig. Dazu kommt die ebenso gerade abfallende Heckpartie, die für ein großes Platzangebot, gute Alltagstauglichkeit und hohen Nutzwert sorgt. C
SEAT lässt das Facelift des Leon Cupra auf Rennstrecken und Straßen los. 380 Newtonmeter Drehmoment machen ordentlich Druck. 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h verspricht SEAT für den fünftürigen Cupra mit DSG-Getriebe. Eine spezielle Differentialsperre soll dafür sorgen, dass der Motor immer das Rad mit der besten Bodenhaftung ansteuert. Der Leon Cupra wurde konsequent weiterentwickelt. Er verfügt nun über 300 PS respektive 221 kW Leistung. Die moderne Vorderachssperre kann natürlich nicht ganz verhindern, dass bei grobschlächtigem Gasfuß die ganze Leistung in Rauch aufgeht bzw. das Auto zum Untersteuern neigt. Aber wer sich beherrschen kann, der kann das Auto wirklich vom Gas her sehr gut dosieren und auch die Lenkung ist sehr direkt. Mein Ausstattungstipp für die Rennstrecke ist auf jeden Fall das Performance-Paket inklusive der Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen. Die haben an der Außenflanke eine wesentlich größere Gummifläche und wenn man zügig in die Kurve fährt, lehnt sich das Auto quasi auf diese breite Gummiflanke und bietet auf trockener Fahrbahn den bestmöglichen Grip. Auch wenn der Cupra natürlich eher ein Sportler für die Straße ist, dank der speziellen Brembo-Bremsanlage des Performance-Pakets kann man auch Ausflüge auf die Rennstrecke wagen, ohne Angst haben zu müssen, die Bremsen dadurch übermäßig zu beanspruchen. LED-Scheinwerfer sind Serie beim Cupra. Der rennstreckentaugliche Cupra mit DSG und 5 Türen kostet, alles in allem, mindestens knapp 40.000 Euro in Deutschland. Unser Tester steigt nun um in den frisch überarbeiteten Cupra ST. Der Kombi ist deutlich leiser als die Version ohne großen Kofferraum. Die Entwickler haben auf einen besonders lauten Auspuff für den Kombi verzichtet, da das Modell laut SEAT eher auf Langstreckenfahrer und Familien abzielt. Ansonsten verfügt er über dieselben technischen Highlights wie der normale Cupra und ist ohne weiteres als sportlich einzustufen. Während man beim Cupra 3- und 5-Türer eher von einer Evolution sprechen muss, findet im Cupra Kombi tatsächlich eine kleine Revolution statt. Er ist nämlich das einzige Cupra-Modell aus dem aktuellen Line-Up, welches man mit Allradantrieb haben kann. Von 0 auf 100 ist diese Variante jetzt der schnellste Cupra bisher. 4,9 Sekunden genügen dem Allrad, der immer mit DSG ausgeliefert wird, für den Standardsprint. Bei 250 km/h ist elektronisch abgeregelt Schluss. Also mir persönlich gefällt der neue Cupra, egal ob als Fronttriebler oder Allradler, sehr gut. Für die Leute, die Bestzeiten auf der Rennstrecke jagen wollen, bleibt natürlich der Fronttriebler die erste Wahl, da er schlicht und ergreifend leichter ist. Aber ich denke, auch die Kombikunden werden sich sehr an ihrem Auto erfreuen, besonders wenn sie mal Gelegenheit haben, bei verschneiter Straße auf einer abgesperrten Strecke unterwegs zu sein. Uns glückt das tatsächlich. In Finnland, auf einem zugefrorenen See, können wir den Allrad unter Extrembedingungen von der Leine lassen. Autotester Reinhold Deisenhofer nutzt die Gunst der Stunde, um im Cupra ST im kontrollierten Drift um die Kurven zu tänzeln. Der neue SEAT Leon Cupra macht noch mehr Spaß als seine Brüder mit Frontantrieb. Durchdrehende Räder beim zügigen Herausbeschleunigen aus der Kurve sind jetzt Geschichte. Die rund 100 Kilogramm Mehrgewicht für den Allradantrieb bereits nach der ersten Kurve wieder vergessen. Wer die elektronischen Helferlein ausschaltet, kann mit gezielten Lenk- und Gasbefehlen dafür sorgen, dass das Heck zumindest auf Schnee und Eis ausbricht. So macht Kombifahren Spaß. Der neue SEAT Leon Cupra ist der stärkste SEAT aller Zeiten. Mit dem Allradantrieb ist er auch der beste. Pech hat allerdings, wer keine Kombis mag, denn die Allradkombination mit dem großen Motor gibt es nicht für den normalen 3- oder 5-Türer. Die Alpen
eine perfekte Umgebung für Allradfahrzeuge. In den Dolomiten wollen wir Neuerscheinungen und Althergebrachtem mal genauer unters Blech blicken. Es geht über Asphalt- und Schotterpisten. Auf den Pass- und Bergstraßen der Dolomiten macht die erhöhte Bodenfreiheit Sinn. Unsere 5 SUV gehören zu den Big Boys der beliebten Fahrzeuggattung. Längst haben sie den Status einer S-Klasse oder eines 7er BMW erreicht. Auch preislich spielen sie im automobilen Oberhaus mit. Da wundert es nicht, dass exklusive Marken wie Jaguar und Maserati nun auch die Liebe zum SUV entdecken. Beginnen wir mit dem Italiener. Ein Geländefahrzeug aus der italienischen Edelschmiede, vor Jahren so undenkbar wie Donald Trump als US-Präsident. Uns erscheint der Maserati Levante als die bessere Wahl. Und für die Luxustochter des Fiat-Konzerns ist er auch ein echter Heilsbringer. Schon jetzt ist der Levante die Cash-Cow der Dreizack-Marke. Seine Erfolgsformel, typisch Maserati, bleiben nur höher. Der Levante ist im Prinzip ein hochgebockter Ghibli. Auch den Allradantrieb kennen wir bereits aus der Limousine. Novum, dank Luftfederung kann die Bodenfreiheit erhöht werden und damit wird die schmucke Fuhre etwas geländetauglich. Beim Jaguar F-Pace das gleiche Bild. Der Offroader der britischen Traditionsmarke ist ein Jaguar durch und durch, bis zum Emblem im Kühlergrill. Vorne XF, hinten F-Type. Fertig ist das neue Katzenkind. Und jetzt bereits der erfolgreichste Jaguar. Form und Verarbeitung sind beim Jaguar SUV geglückt, wie bei den Limousinen. Ungewöhnlich für ein SUV ist die Aluminiumbauweise, die das Gewicht des F-Pace auf unter 1800 Kilogramm drückt. Der Vorteil ist auf den Südtiroler Pässen unmittelbar spürbar. Der F-Pace ist eines der agilsten SUV geworden. Die 221 Diesel-KW haben leichtes Spiel und die Automatik schaltet präzise durch ihre 8 Stufen. Das adaptive Fahrwerk ist zwar nicht höhenverstellbar, dafür erfüllt es sportliche oder komfortable Vorlieben der betuchten Kundschaft immer noch auf die feine englische Art. Der Lexus RX450H ist ein alter Bekannter in Alta Badia. 2015 kam die 3. Auflage auf den Markt. Das Hybrid-SUV ist ein Topseller in den USA, in Deutschland aber immer noch die Ausnahme. Vielleicht durch seine auffällige Optik, die polarisiert. Mit seinen 230 kW Systemleistung ist der Lexus zügig unterwegs. Wer ins Gelände muss, hat mit dem Hybriden allerdings trotz Allrad das falsche Auto. Dafür gibt's den Jeep Grand Cherokee. Der Good Old Boy und Mitbegründer des SUV-Segments ist ein wirklicher Alleskönner. Robust wie ein Radlader ist er der Einzige hier, der auch echtes Gelände nimmt. Dank der Höhenverstellung nimmt er Böschungswinkel wie ein echter Geländewagen. Allein seine Bedienung durch die zahlreichen kleinen Knöpfe zeigt, dass der große Jeep so ganz allmählich in die Jahre kommt. Was aber sein Nachfolger erstmal besser machen muss, ist die sehr komfortable Reise auf der Straße. Dank zahlreicher Sicherheits- und Assistenzsysteme ist man in Volvo XC90 besonders sicher, aber nicht ganz so sportlich und geländetauglich unterwegs wie mit der Konkurrenz. Die 2. Generation punktet außerdem mit ihrem klaren, unaufgeregten Design, das sich auch im Innenraum mit tollen Materialien fortsetzt. Auf Wunsch gibt es den Riesen aus Schweden, auch mit 7 Sitzen und Plug-in-Hybridantrieb. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass diese Groß-SUV zwar einen hohen Status genießen und immer besser werden, aber im Vergleich zu klassischen Limousinen oder Kombis schlicht höhere Verbräuche haben. Da helfen auch Hybrid und Downsizing nur bedingt. Schön, schnell und extrem selten.
Testfahrer Christoph Bauer ist unterwegs in einem Exoten der Automobilgeschichte. Am Heck prangt stolz der Porsche-Schriftzug. Doch dieses Auto entstand in Thun in der Schweiz und nicht im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen. Die gute alte Handarbeit in den Pionierjahren des Automobilbaus, da gehörte sie ja zum täglichen Brot. Die großen Hersteller, die lieferten ja eigentlich nur das Fahrgestell, den Motor und die ganze Technik und das Blechkleid. Das ließ sich der Kunde ganz individuell beim Karosserieschneider anfertigen. In den 50er und 60er Jahren, da wurde diese Praxis nur noch vereinzelt angewendet. So zum Beispiel bei Beutler im schweizerischen Thun. Und ein Beispiel ihrer exzellenten Arbeit ist dieses wunderschöne Coupé hier, der Volkswagen Porsche Beutler 696 aus dem Jahre 1957. Kontakte zu Porsche knüpften Ernst und Fritz Beutler schon 1948. Sechs der allerersten Porsche 356 entstanden in der Fabrik Karosserie, Gebrüder, Beutler und Co. Darunter der älteste, noch erhaltene Serien-Porsche, die Nummer 003. Doch die Blechkünstler hatten eigene Träume. Ein elegantes Coupé mit vier Sitzen, mit überragender Technik und den Fahreigenschaften eines Sportwagens. Unmöglich? Auf gar keinen Fall, sagten sich die Brüder Ernst und Fritz Beutler und besorgten sich das Fahrgestell eines VW Käfers und begannen mit dem Blechklopfen. Und das ist das Resultat ihrer Arbeit. Der Porsche Beutler 696, ein echter Augenschmaus. Die Karosserie des Beutler Porsche 696 besteht komplett aus Aluminium. Dieses viersitzige Coupé ist mit feinster Sportwagentechnik ausgestattet. Denn normalerweise werkeln im Beutler 696 ausschließlich zuverlässige und preisgünstige Großserienkomponenten aus dem Hause Volkswagen. Die meisten Beutler-Coupés, die setzen auf den bewährten VW-Käfer-Motor mit einem Judson-Kompressor für ein bisschen mehr Leistung. Aber dem Erstbesitzer dieses Wagens war das zu wenig. Hören Sie den Sound? Ja, genau, da sitzt Porsche-Technik im Heck. Der Vierzylinder-Boxermotor mit 1,6 Litern Hubraum und 75 PS. Der sorgt für eine Spitzengeschwindigkeit von 165 Stundenkilometer. Und Ende der 50er Jahre bedeutete das einen Freifahrtschein für die Überholspur. Stilistisch ein Kind der 50er Jahre, zeugt der Beutler doch von vornehmen Understatement. Klar, die Schweizer sind ja schließlich neutral. Einzige Spielerei ist die Kühlergrillattrappe, denn auch wenn man es nicht ahnen würde, der Motor sitzt im Heck. Der Tonitun gehaltene Innenraum zeigt von außergewöhnlicher Stilsicherheit. Mit Blaupunktradio und hochwertiger Kunstlederausstattung kombiniert er Luxus und Alltagstauglichkeit. Der vordere Kofferraum schluckt deutlich mehr als nur eine Golftasche. Und hier hinten sitzt der legendäre Porsche Boxer aus dem 356A mit Zenit-Doppelvergaser, deswegen auch 75 PS. Und allein für diese Turbine musste damals ein Aufpreis von 3.600 Schweizer Franken bezahlt werden im Vergleich zur Standardmotorisierung. Aber so eine Maschine, die ist doch jeden einzelnen Rappen wert. Erschwinglich war er seinerzeit nur für die Superreichen. Fast 20.000 Schweizer Franken bezahlte der Erstbesitzer für dieses Coupé 1957. Dafür hätte er damals auch vier Standardkäfer bekommen. Aber Exklusivität hat eben ihren Preis. Und den Schweizern ging es ja schon immer ein bisschen besser. Aber die Schweiz ist eben nicht besonders groß. Und so wurden gerade mal vier Stück von diesem Modell verkauft. Und das fünfte Exemplar, das behielt Ernst Beutler selber. Und er fuhr es bis in die 90er Jahre. Angeblich nur fünfmal gebaut und dazu noch sündhaft teuer. In Handarbeit von einer winzigen Schweizer Karosserieschmiede gedengelt und mit fremder Porsche- und Volkswagen-Technik auf die Straße gebracht. Kann das Beutler Coupé tatsächlich als Meilenstein gelten? Die Gebrüder Beutler realisierten als erste in Europa die Idee eines Sportcoupés mit vier Sitzen und überragenden Fahreigenschaften. Erst viele Jahre später machten VW Scirocco, Ford Capri und Opel Manta diese Idee massentauglich. Insofern kann man sagen, der Volkswagen Porsche Beutler ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Und das Beutler Coupé gehört definitiv zu den automobilen Schönheiten erster Güte.
Wirklich zu schade, dass die Tradition der Fertigung von Sonderkarosserien in Handarbeit heute nahezu ausgestorben ist.